Herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind in Eisentham, haben unsere Sachen soweit wieder repariert. Naja, zumindest größtenteils. Unser schönes Wächterraumschiff ist immer noch ein Wrack. Aber darum kümmern wir uns bei Zeiten. Wir fliegen jetzt erstmal mit diesem Schiff hier durch die Gegend und wenn wir ein schönes finden, können wir es vielleicht sogar nochmal umtauschen. Hier hängt jetzt gerade nicht so viel Wert dran. Genau. Damit wir weiter on the road sind für das letzte, machen wir eine Spur von Metall. Da brauchen wir noch ein makelloses Kampfläufergehirn. So, und da steht dann, ist die Frage, ne? Nicht dieser Planet. Die Frage ist, ob es in diesem System einen gibt oder ob wir da irgendwo für hinspringen müssen. Ich habe mich auch mal so ein bisschen informiert. Ne? Wir haben ja eine friedliche Galaxie ausgesucht mit Eisentham. Und Eisentham ist wohl tatsächlich auch eine der beliebteren Galaxien. Denn diese friedlichen Galaxien oder Lush-Galaxien haben deutlich mehr paradiesische Planeten. Und weniger Wächter, weniger feindliche Planeten. Und ja, deswegen sind die halt sehr beliebt. Es gibt natürlich auch extreme Planeten, aber halt deutlich weniger. Und hier mal ein Kampfläufer. Das ist ja interessant, dass wir den sogar schon direkt hier haben. Achso, wir müssten auch noch mal gucken, dass wir vielleicht noch eine Basis bauen, irgendwo in Eisentham. Zumindest einen Basiscomputer, dass wir auf jeden Fall gesichert immer hier wieder herkommen können, wenn wir wieder nach Euklid reisen. Und wir haben echt Glück, hier ist tatsächlich so ein dissonanter Planet. Cool. Ich packe mal hier beim Sauerstoff. Fancy Musik. Sauerstoff nehmen wir gerne mit. Echt fancy Musik. Natrium. Natrium. Und da müssen wir gleich ein bisschen kämpfen. Da können wir Natrium schon ganz gut gebrauchen. Wenn ich auch noch irgendwo Sauerstoff. Egal. Wir gehen erstmal in diese Richtung hier. In Eisentham selber war ich sogar schon, weil die letzte... Das ist der Kampfläufer. Die letzte Expedition fand ja hier statt. Okay, wir müssen gegen diesen Kampfläufer kämpfen. Richtig? Ja. Okay, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt gegen den kämpfen. Jetzt gegen den Kampfläufer. Ja, dann müssen wir gegen den kämpfen. Na. Kann man den hier kaputt machen? Und jetzt heißt es, kämpfen gegen den Kampfläufer. Kampfläufergehirn. Wir müssen erstmal die Bedienstänger hier ausschalten. Bedienfeld. Den nachladen. Werferverstärkung. Machen wir die erstmal raus. Sehr gut. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr ganz so mobil. Das Problem ist, dass halt wir jetzt auch schon wieder drei Dinge haben, ne? Kampfläufergehirn, da komme ich noch nicht ran. Ich weiß noch nicht ganz, wogegen ich da jetzt kämpfen muss. Wo ich da jetzt hinschießen muss. Einen haben wir aufgeschaltet. Ach, da hinten, das Ding vielleicht. Der nimmt auch keinen Schaden. Nochmal eine Gehirnschutz. Batterie. Sehr gut. Ich hoffe nur, wir kriegen halt trotzdem das Gehirn. Gib mir dein Gehirn. Das meckert ja zumindest auch nicht, dass man keinen Schaden mehr machen kann. Und guck mal, wie schön man hier dem ausweichen kann, indem man hier einfach nur drumherum läuft. Wir nehmen aktuell null Schaden. Einfach nur immer im Kreis laufen. Jawohl, den haben wir.
Okay, die letzten zwei Wächter noch ausschalten. Wobei, dann kommt wahrscheinlich die nächste Welle. Und mittlerweile machen wir auch echt gut Schaden hier. Jetzt brauchen wir das makellose Gehirn. Kriege ich das? Also jetzt im Ernsthaft. Wie kriege ich das? Okay, wir haben 40 Wächter mittlerweile zerstört. Da leuchtet was auf. Wir nehmen das hier aber auch nochmal mit. Wenn das jetzt hier einmal weggeht, ich wollte es jetzt auch nicht wegdrücken, diesen epischen Moment. Kampfforscher Gehirn. Jawohl. Makelloses Gehirn. Instabile Danithaufen, die von Buknium-Fasern zusammengehalten werden. Dieser Schaltkreis ist unglaublich heiß. Ein düsteres, violettes Licht scheint zwischen der Verkabelung durch. Die Intensität verändert sich, sobald es seinen Inhaber ansieht. Im Gegensatz zu den meisten Kampfläufergehirnen hat dieses hier die gewaltsame Extraktion überstanden und wirkt makellos und unbeschädigt. Man könnte es in einem neuen Behältnis anbringen. Sehr gut. Das müssen wir jetzt an Thetis geben. Das heißt, wir müssen zurück zu unserem Raumschiff. Aber warte mal. Wir sind ja jetzt hier noch in so einem Monolith-Ding. Mit dem können wir auch nochmal interagieren. Und das sind ja auch die, mit denen man dann Portale finden kann. Die Erinnerung eines längst vergangenen Stammes von Valkyrienkriegern fließen aus der Steinmarkierung. Sie formen sich zu einer geisterhaften Essenz, die mich mit Weisheit erfüllt. Das Buch des Hirk erzählt vom Aufstieg der Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die grenzenlose Leere erkunden. Die Valkyrien sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisenden müssen obsiegen. So verfügt es das Buch der Hirk. Wir suchen mal nach Wissen der Vergangenheit. Achso, dann kriegen wir wieder so ein... Ah, okay, Sprache wäre besser gewesen. Vergangenheit brauchen wir gar nicht. Wir haben historische Daten enthüllt. Aber wir müssen erstmal woanders hin. Dahinter sind historische Daten. So, alte Ruine. Ja. Jetzt hier nochmal mit dem Tank hier? Nee, kann man nicht. Okay, hier liegt noch der Kampfläufer. Aber das hat ja wunderbar funktioniert. Das freut mich. Das hat richtig gut funktioniert. Da merkt man mal den Fortschritt, den wir jetzt hier machen. Wo gehe ich eigentlich gerade hin? Wo gehe ich eigentlich hin? Ah, verdammt. Zu sehr über den Fortschritt gefreut. Egal. Wie schön dicht ich dann auch gelandet bin. Ach, schön. Dann würde ich mal sagen, zu Thetis. Ach ja, das ist ja wieder ein Raumschiff, das wir aufladen müssen. Das ist so ungewohnt nach dem Wächterraumschiff. So weit vorne. Sehr schön. Ist ja eigentlich der beste Parkplatz, den man haben kann. Cool. Achso, wo ist denn Thetis überhaupt? Der ist doch hier unten. So gewohnt, gleich hoch zu Nada und Polo zu gehen. Ach, okay, das ist oben. Okay. Dann halt hier zu Thetis. Stimmt, hier hinten ist der. Schon wieder so lange her, dass wir da waren. Ja, genau. Hier bei dem Konstrukt. Noch am Leben, wie ich sehe. Das ist ein guter Anfang. Thetis tut sein Bestes, um distanziert und unbeteiligt zu wirken, aber mir ist klar, dass sie Lebensform Mühe hat, ihre Aufregung zu zügeln. Bevor ich antworten kann, sprudeln massenweise Fragen aus ihr heraus.
Hat es funktioniert, Reisender? Sag es mir. Hat die Drohne überlebt? Wohin hat sie dich geführt? Was hast du erfahren? Die Drohne hat sich selbst einen Namen gegeben. Ein Name? Sie hat sich selbst einen Namen gegeben? Das ist ungewöhnlich. Das ist jenseits einfacher Technik. Ich hätte mir die Kügelchen, die Polo dir gegeben hat, genauer ansehen sollen. Dieser Gag führt immer etwas im Schilde. Eine Drohne schlägt sich nicht schlecht. Ausgezeichnet. Wir haben uns gut geschlagen. Wirklich gut geschlagen. Oh, ich wünschte, ich könnte sie sehen. Aber ich kann diese Anomalie nicht verlassen. Und diese Anomalie ist der einzige Ort, an dem die Drohne niemals sein kann. Dann enthüllen wir hier mal das makellose Gehirn. Ich habe schon viele von diesen Dingern gesehen, Reisender. Aber noch nie ein so schönes. Und du sagst, unser Drohnenfreund hat dir gesagt, du sollst es mir bringen? Bemerkenswert. Wir wollen also, dass das in deinen Minotaurus kommt. Mir gefällt, wie du denkst, Reisender. Verwende die schwere Bewaffnung im Kampf gegen die Wächter. Es gibt ein paar Schwachstellen in diesen Dingern. Sollte einfach genug sein, ein paar Schaltkreise zu umgehen. Ja, das wird nicht lange dauern. Stimmt, wir hätten auch mit dem Minotaurus einfach kämpfen können. So, geschafft. Ich habe den schwierigen Teil für dich erledigt und das Gehirn neu verkabelt. Dieses Schema sollte dich für den Rest des Prozesses führen. Durch den Rest des Prozesses führen. Knoten in der Zunge. Okay, wir brauchen ein strahlendes Gehirn, Antimaterie und Lebenserhaltungsgel. Ein Hartgestellrumpf. Eine Sammlung geborgener Komponenten eines Wächterhartgestells, die für den Minotaurus Exofahrzeughybrid umgebaut wurden. Funktioniert als halbautonomes künstliches Piloten-Plugin. Die Installation ermöglicht es, dem Minotaurus selbstständig Planeten zu bereisen und sich an Kampfhandlungen oder Bergbauaktivitäten zu beteiligen. Cool. Um seinen primären Anwender zu unterstützen. Der KI-Pilot gibt die Kontrolle immer an den primären Anwender ab, wenn dieser das Cockpit betritt. Nice. Aber Reisender, dieses Gehirn, es wird nicht ausreichen. Es braucht etwas anderes, etwas Blutrotes. Ich weiß nicht, nun... Du wirst es früh genug herausfinden. Die Signatur, die ich im Gehirn kodiert habe, wird seine Aufmerksamkeit erregen. Mach dich auf den Weg ins All. Du wirst wissen, was zu tun ist. Guten Flug, Reisender. Ja, wir hoffen mal, dass wir wissen, was zu tun ist. Und ich hoffe, wir haben jetzt das Gehirn bekommen. Da. Gehacktes Gehirn. Okay. Fliegt ins Weltall, um das Gehirn der karmesinroten Leere zu übergeben. Na dann, machen wir das mal. Vorher machen wir aber natürlich hier unsere Standardbesucher noch einmal. Helios. Hallo Helios. Ja. Daten geben für Planeten. Wunderbar. Da freut er sich wieder. Naja, so ein bisschen zumindest. Wir haben aber auch nicht viele Planeten gescannt zuletzt. So, was hast du Schönes? Meilensteindaten, haben wir ein bisschen was erreicht. Und dann war noch irgendwas anderes. Wir können ihm einmal geborgene Daten geben. Das machen wir mal. Heute haben wir mal endlich was. 210er Nit, das war glaube ich für die Meilensteine, oder war das jetzt insgesamt? Dann gab es nur 210er Nit dafür. Mal 50 Aliens getroffen. Weil den haben wir schon häufiger getroffen. Oder zählt wirklich jeder Kontakt einmal? Wahrscheinlich zählt einfach jeder Kontakt einmal, egal ob man sich schon mal mit denen gesprochen hat oder nicht. Naja. Wir sind im All. Impulsantrieb. Machen wir. Und jetzt? Oha. Boote von Atlas. Ja, cool. Das Atlas-Signal schwebt durch den Raum. Unfassbar leise und unfassbar laut. Es weiß, dass ich hier bin. Wir präsentieren das gehackte Gehirn.
Okay, wir verstehen den Kabelsalat. Den Salat da nicht, den das uns sagt, der Bote. Aber es klingt wichtig. Und wir haben ein strahlendes Gehirn. Schön. Dieser halborganische Computer war zuvor in einem Wächterkampflaufer integriert und wurde von beiden, Iteration Tethys als auch einem Botschafter Atlas, neu moduliert. Cool. Den Kontakt haben wir hergestellt mit dem Boten. Jetzt müssen wir es installieren. Dazu suchen wir uns hier wieder einen schönen Planeten aus. Was ist das hier für einer? Ein unwirklicher Planet. Was kann der? Nix. Ein heißer Planet. Wie sieht's hier aus? Glühender Planet. Da fliegen wir mal hin. Glühend. Taniani. Achso, was mich auch nochmal interessieren würde, wie weit wir... Oh, wir sind recht in... Wir sind recht in der Mitte von... von Eisentham. Interessant. Und da ist das Herz der Galaxie. Ist gar nicht... Wir sind mir so super weit weg. Interessant. Ich hätte gedacht, wir würden nach ganz außen geschmissen werden. Aber sind wir gar nicht. Und in Taniani müssen wir dann erstmal Materialien suchen, dass wir den Kampfläufer überhaupt wieder bauen können. Ich glaube, wir haben jetzt für die Reparatur viele Sachen verbraucht. Lebenserhaltungsskill brauchen wir noch. Da können wir noch mal gucken, ob wir das einmal zusammenschustern können. Dann brauchen wir die Wasserstoffgelee. Kein Problem. Und das andere hatten wir ja schon. Ionenakkus haben wir noch 7. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Der ganze Rotz ist noch im Inventar. Was ist hier? Ist Wasser. Okay, die Ruine war unter Wasser. Schade. Dann fliegen wir mal wieder ein bisschen nach oben. Und dann müssen wir jetzt einmal so ein bisschen um den Planeten drumherum fliegen. Im Wasser landen ist nicht so wirklich möglich. Ja, super. Wir haben hier gerade Ozean gefunden. Flotte. Gehen wir weiter rein. Gucken mal, ob jetzt unter den Wolken sich Land befindet. Oder doch immer noch nur Wasser. Man weiß es nicht. Regen. Viel Regen. Ne, immer noch nur kleine Inselchen. Und Sturm. Noch mal so ein bisschen in die Richtung hier. In der Atmosphäre sieht das halt schon ziemlich cool aus. So, nächster Versuch. Sieht ja auch schon wieder sehr nach Sturm aus. Hui, Wasser. Und da ist eine Insel. Und dann fliegen wir jetzt erstmal dahin. Hier auf dem Berg dieser kleinen Paradiesinsel. Also ganz paradiesisch ist es hier nicht. Sehr, sehr heiß ist es draußen. 93 Grad Celsius. Da müssen wir einmal warten, bis der Sturm sich verzogen hat. Das würde ich dann aber
gerade so ansehe, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Und wenn der Sturm weitergezogen ist, dann starte ich dann hier mit der nächsten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.